Einen wunderschönen guten Abend in der alten Schmiede hier vor Ort und zu Hause im Livestream. Schön, dass Sie sich so zahlreich eingefunden haben zur Buchvorstellung von Erwin Ries neuem Roman. Bei uns ist alles vollkommen. In Salzburg ist immer alles vollkommen. Und bei den Festspielen wird das Vollkommene noch perfektioniert. Das vertraut Elfi Herrn Groll in Erwin Ries neuem Roman an. Sie ist eine Jugendfreundin von Herrn Groll, arbeitet bei den Salzburger Festspielen und weiß mehr über die Ereignisse hinter den Festspielkulissen als die meisten anderen SalzburgerInnen. Liebschaften, Wirtschaftskontakte, Korruption sind Teil dieser informellen Festspielstruktur, über die Elfi nicht nur schweigen muss, sondern sie trägt mit ihrer Arbeit auch dazu bei, dass die Kulisse intakt bleibt. Die Festspiele sind das Herz der Stadt. Wenn du das herausreißt, fällt Salzburg wie eine Kulisse in sich zusammen. Jeder Angriff auf die Festspiele ist ein Angriff auf die Stadt, so erklärt sie. Die Salzburger Festspiele, das ist auch die Kulisse, vor der Erwin Ries' achter Grollroman spielt. Herr Groll und die Wölfe von Salzburg, der Titel. Einmal mehr erweisen sich die Ermittlungen von Herrn Groll und seinem Rollstuhl Josef allerdings weniger als Regionalkrimi mit hinlänglich bekannten Krimi-Handlungselementen, sondern eher als sozial engagierte und politisch denkende Literatur. Neben der Krimi-Handlung erfährt die Leserin Interessantes über die Lokalgeschichte von Salzburg und Umgebung, etwa die Verstrickungen einer Reederei in den Genozid an den europäischen Juden. Aber auch Themen von globalem Interesse werden wie nebenher in die Gespräche der Figuren eingewoben. Das Soros-Stipendium, das Viktor Orban ein Studium in Oxford ermöglicht hat, wird dabei genauso gestreift wie die Geschichte von Werfen als von den Bergarbeitern getragenes Zentrum des Protestantismus. Wer seinen protestantischen Glauben nicht abschwor, wurde von den katholischen Schergen als Galeerensklave verkauft oder verbannt, so erzählt der Roman. Zum Handlungsmuster des Krimis fügt sich all dies hervorragend. Schließlich ist die Übertretung, genauer die Gesetzesübertretung, das zentrale Moment, das die Krimi-Handlung in Gang setzt. Die Auseinandersetzung mit der Regelübertretung, die Suche nach der Motivation für die Regelübertretung, also das Motiv, ist dabei ebenso Thema wie die Bestrafung des Täters, also die Wiederherstellung des regelkonformen Status quo. Vor allem ermöglicht die Regelübertretung allerdings die genaue Betrachtung eines Milieus, einer Region, der Historie eines Ortes beispielsweise. So kann sich Herr Groll und die Wölfe von Salzburg nicht nur dem Milieu der Salzburger Festspiele samt ihrer Geschichte widmen, sondern dank diverser Übertretungen, von denen der Roman erzählt, beispielsweise auch dem global agierenden Schweizer Unternehmen Glencore, das einen zweifelhaften Ruf genießt, für seine umweltschädlichen und menschenrechtsverletzenden Minengeschäfte etwa im Kongo oder in Peru. Die Verfolgung und Ermordung der sogenannten Zauberbuben ist ein weiteres solches Thema, das der Roman aufgreift. Im 17. Jahrhundert hatte man im Fürsterzbistum, ein schwieriges Wort, Salzburg, unter dem Vorwurf der Zauberei und der Hexerei über 150 Menschen hingerichtet, unter ihnen zahlreiche Kinder. Die Opfer der Salzburger Zauberbubenprozesse, wie man sie auch nennt, stammten hauptsächlich aus dem Bettlermilieu. Erwin Ries erzählt, wie gewohnt, sozial engagiert über gesellschaftspolitische Themen. Bei all ihrer Ernsthaftigkeit ist deren Darstellung aber wie gewohnt auch satirisch und humorvoll. Und wie das klingt, werden wir jetzt in einer Lesung hören. Ich danke Erwin Ries für das Buch, fürs Kommen und möchte gerne an dich übergeben für die Lesung. Danke, Johanna. Alle meine Bücher haben ein Mottozitat und auch dieses. Es lautet, wenn ich so viel innerlich noch zu sagen habe und mein Körper verweigert mir seine Dienste, dann hat die Natur mir einen anderen Körper zu verschaffen. Herbert von Karajan. Prolog.
Am Abend des 4. Juli 1947 tobte zwischen Tennen- und Hagengebirge und dem Hochkönig massiv ein verheerendes Gewitter. Unterhalb des Hochthrongipfels löste sich ein Felssturz, er donnerte über eine Geröllrinne zu Tal, zerstörte auf ein paar hundert Metern die Gleise der Bundesbahn und kam erst in der Mitte der reißenden Salzach zum Stehen. Binnen Minuten überflutete der blockierte Fluss die Wiesen unterhalb der Marktgemeinde Werfen. In das Inferno hinein lief auf den Gleisen ein ÖBB-Beamter mit einer Sturmlaterne Richtung Bischofshofen. Der Eilzug von Zell am See nach Salzburg-Stadt wurde in den nächsten Minuten erwartet. Er würde in den Felssturz rasen und in die Salzach gerissen werden. Hunderte Menschenleben waren in Gefahr. Von den Sturmböen gebeutelt und vom peitschenden Regen halb blind taumelte der Eisenbahner von Schwelle zu Schwelle vorwärts. Die Laterne verzweifelt schwenkend lief er dem Zug entgegen. Alle paar Jahrzehnte ereignet sich in dem Talkessel ein Katastrophenunwetter. Die Bundesbahnen waren damals nicht in der Lage, die Geröllrinne durch Betonverbauungen zu sichern. Aus diesem Grund unterhielten sie an der Brücke zum Zeissmann Bauern, von dem die steile Auffahrt zu den Tropfsteinhöhlen der Eisriesenwelt ihren Ausgang nimmt, ein Bahnwärterhäuschen. Der dort stationierte Beamte hatte nur eine Aufgabe, auf die ersten Anzeichen von Muren und Felsstürzen zu achten und Züge zu stoppen. Auch der Zugführer wusste um die gefährliche Stelle und reduzierte die Geschwindigkeit. Er konnte das schwankende Licht auf den Gleisen ausmachen und leitete eine Notbremsung ein. Sekunden später stürzte weiteres Geröll auf die Strecke. Wenige Meter vor dem Felssturz hielt der Zug an. Von dem Bahnbeamten, einem 32-jährigen Bergarbeitersohn aus Mühlbach, verheiratet und Vater dreier Kinder, war keine Spur. Seine Leiche tauchte nie auf. Man ging davon aus, dass sie in den Salzachöfen, einer tosenden Klamm, unweit des Burgbergs zerrissen wurde. Erstes Kapitel: Keine Leiche im Kajak und kein Freund im Haubenrestaurant, aber ein erster Kuss im Friedhof. Auf den Tag genau 74 Jahre nach der Rettung des Eilzuges führte ich den Dozenten unterhalb der Festung Hohenwerfen zu einem Gedenkstein zwischen Bahnübergang und Salzach. Zur Erinnerung an Alois Kössner, der als Schrankenwärter in treuer Pflichterfüllung hier sein Leben verloren hat, hieß es auf einer Tafel. Eine kleine, ovale Fotografie zeigte einen hageren Mann mit gescheiteltem Haar und Hitlerbärtchen. Der Gedenkstein war flankiert von gelber Schafgarbe und einer Krüppelföhre. Schweigend verharrten wir vor dem Mahnmal. Da tauchte neben dem Stein die flache Schnauze eines Schnellzugs auf, eine unwiderstehliche Kraft presste uns gegen die Föhre, gefolgt von infernalischem Lärm. Als wir uns gefasst hatten, war der Cityjet längst in die Kurve vor Imlau eingetaucht. »Ein Held«, sagte der Dozent. »Ein Mann, der seine Arbeit gemacht hat«, sagte ich. »Es ist keine leichte Sache, jahrelang in die Nacht zu starren und Gewitter zu beobachten«, meinte der Dozent. »Und im richtigen Moment loszulaufen ist eine Glanztat, ein Held, ich bestehe darauf.« »Wie Sie meinen.« In einem Geflecht von Wirbeln und Schaumkronen strömte die Salzach neben dem Gleiskörper dahin. Über dem Hochkönig wuchsen Wolkentürme in den Himmel. Als ich den Blick senkte, sah ich, wie sich aus dem milchigen Dunst ein Paddelboot löste. Es fuhr in gefährlicher Nähe zum Ufer. »Ein mutiger Sportler«, stieß der Dozent hervor, »oder eine tollkühne Sportlerin«, setzte er hinzu. »Ein Idiot«, rief ich, »oder ein Lebensmüder.« Ich rollte ein paar Meter auf die Brücke, fischte meinen Feldstecher aus dem Rollstuhlnetz, verriegelte Josefs Bremsen und setzte das Glas an. Ich traute meinen Augen nicht. Der Paddler war ohne Helm unterwegs und steckte in einer Kluft, die ich auch bei den verrücktesten Wassersportlern noch nicht gesehen hatte. Er trug ein Jackett. Der Dozent lief dem Kajak auf den Bahngleisen entgegen. Dabei ruderte er mit den Händen in der Luft.
Das signalgelbe Boot wurde von der Strömung weiter ans Ufer gedrückt. Der Oberkörper des Kajakfahrers wippte vor und zurück. Die Bewegung nahm aber nicht vom Einsatz des Paddels ihren Ausgang. Es gab kein Paddel. Es schien, als wären die Arme des Mannes hinter dem Rücken zusammengebunden. Das Boot würde in der nächsten Sekunde an den Felsen zerschellen und der Paddler mit den gefesselten Händen würde in die reißende Salzach kippen. Was für eine ausgefallene Methode, sich eines Menschen zu entledigen, dachte ich noch. Da sah ich den Dozenten behende über die Ufersteine turnen. Mit einer Hand griff er nach dem Ast einer Weide, mit der anderen bekam er den Bug des Kajaks zu fassen. Der Kampf zwischen der Salzach und den Dozenten wogte hin und her. Da brach der Ast und der Dozent drohte, auf das Boot zu fallen. Wie er es schaffte, den Sturz zu vermeiden und das Kajak aufs Ufer zu ziehen, ist mir heute noch ein Rätsel. Kurz darauf saß der Dozent neben dem Kajak im Gras. Als ich bei ihm angelangt war, sah ich, dass die vermeintliche Leiche eine Strohpuppe war. Sie sollte wohl einen distinguierten älteren Herrn vorstellen. Während der Dozent mit seiner nassen Hose beschäftigt war, durchstöberte ich das Jackett und fand in der Innentasche einen Umschlag. Ich nahm ihn an mich und verstaute ihn in Josefs Rollstuhlnetz. Ein Folgetonhorn schreckte uns auf. Auf der gegenüberliegenden Flussseite näherte sich ein Feuerwehrauto der Zeismannbrücke. Der Wagen fuhr mit Blaulicht, er wirbelte meterhoch Staub auf. Wenig später beugte mein Freund Toni Poschacher sich über das Kajak. Toni war Gemeindesekretär, wir waren seit dem Bubenalter, in dem ich jeden August bei meiner Großmutter in Werfen verbracht hatte, eng befreundet. Er war kaum gealtert, sein lausbübisches Lächeln, sein volles Haar und seine tiefe Stimme nahmen die Menschen seit jeher für ihn ein. Ich stellte die beiden einander vor, als Hoffnungsträger der Humanwissenschaften den einen, als Koryphäe der angewandten Verwaltung den anderen, worauf sie sich höflich zunickten. Er habe das Boot von seinem Büro aus gesehen, erzählte Toni. Immer wieder komme es vor, dass unerfahrene Paddler den Fluss unterschätzten. Außerdem gäbe es weit und breit keine geeigneten Ausstiegsstellen. Wer einmal bis zur Brücke gekommen war, befinde sich in Lebensgefahr, denn wenige Meter flussabwärts verenge die Salzach sich zu einer Klamm, ein Vorbote der reißenden Salzachöfen. Das ist keine Schaufensterpuppe, sagte Toni. Wir haben Puppen im Zeughaus der Bischofshofener Sprungschanze, ein gutes Dutzend. Sie sind Werbeträger für die Vierschanzentournee, aber sie sind nicht aus Stroh. Er zupfte am Jackett der Puppe. Aber das hier? Vielleicht eine Werbung für den Jedermann, meinte der Dozent. Hingebungsvoll massierte er seine vom eiskalten Wasser geröteten Zehen. Er werde seine Schwester Elfi fragen, meinte Toni ausweichend. Die arbeite seit vielen Jahren im Stab der Salzburger Festspiele und kenne sich da aus. Ich schloss die Augen und da war sie. Elfi, die erste Frau, die ich geküsst habe. Großgewachsen, schlank, ihre strohblonden Haare sind zu einem Zopf gebunden. Stundenlang lungerte ich neben der Keusche ihrer Eltern, um einen Blick auf sie zu erhaschen. Als ich sie zum ersten Mal küsste, waren wir keine 15 Jahre alt. Genauer gesagt, blieb es beim Versuch eines Kusses. Wir saßen im kleinen Kuhstall der Poschachers auf wackeligen Klappstühlen. Die drei Kühe waren für die vielköpfige Familie wichtig. Die Poschachers durften sie auf die große Weide der Hoteliersfamilie Obauer treiben, wofür die Kleinhäusler dankbar waren. Mein erster Kussversuch war technisch mangelhaft. Ich beugte mich weit vor, da kippte mein Stuhl und ich landete im Stalldreck. Elfi bekam einen Lachkrampf, die aufkeimende erotische Stimmung war zerstört. Ich habe damals meine Lektion gelernt. Wenn eine Sache peinlich wird, muss man die Peinlichkeit auf die Spitze treiben. Und man muss das Ganze oft wiederholen. Auf diese Weise gewinnt man im Minnedienst wieder Oberwasser. Und so strauchelte, rutschte und stolperte ich in den nächsten Tagen bei jedem weiteren Kussversuch, bis es Elfi zu dumm wurde. Sie drückte mich an die Innenseite der Friedhofsmauer
und küsste mich leidenschaftlich. Ich schwöre Stein und Bein, dass sehnsuchtsvolle Seufzer und Anfeuerungsrufe von den Grabsteinen aufstiegen. Wir trafen uns gern im dunkelsten Teil des Friedhofs, er war von uralten Tannen beschattet, beim Grab des jungen Erb, Sohn des Gemeindearztes, der beim Edelweißpflücken an der Bundesstraße oberhalb von Tenneck abgerutscht und einige Meter tief auf die Straße gefallen war. Heutzutage würde er das wohl überleben, denn seit der Eröffnung der Tauernautobahn ist auf der alten Straße nicht viel los. Damals aber wälzte sich der Transitverkehr halb Europas durch Werfen und die Geschäftsleute und Hoteliers am Hauptplatz wurden steinreich. Da waren die reisefreudigen Tschechoslowaken in ihren Skodas, die Deutschen, Holländer und Belgier in ihren vollgestopften Käfern, Kadetts und Renaults, winzige Fiats und mächtige Haubenlaster der Marken Mack und Freightliner mit persischen Nummernschildern. Es war eines dieser Ungetüme, das den Verletzten überrollte. Aufgestiegen, obigefallen, hingewesen, stand fälschlicherweise auf dem Grab. Vor das Hingewesen hätte ein Zamm geführt, gehört. Im Winter zuvor hatte der junge Erb noch den 16 Kilometer langen Abfahrtslauf vom Hochkönig nach Werfen gewonnen. Die gesamte Marktgemeinde verehrte den gut aussehenden, liebenswürdigen Jüngling, der, daran war kein Zweifel, eines nicht fernen Tages die Praxis seines Vaters übernehmen würde. Als Elfi von mir abließ, sagte sie, jetzt hast du beim Grab vom Erb einen Kuss geerbt. Ihre künstlerische Ader war damals schon ausgeprägt. Es war nur folgerichtig, dass sie beim größten Kunstspektakel der Republik beschäftigt war, den Festspielen. Toni machte ein paar Lagefotos und kümmerte sich um den Abtransport von Puppe und Kajak. Auch Rettung und Polizei waren mittlerweile eingetroffen und wie immer, wenn Uniformierte verschiedener Stämme zusammenkommen, wurden Revierkämpfe ausgetragen. Dass diese in miserable Witze verpackt waren, linderte die unterlegte Aggressivität nicht. Da riskieren sie ihre Knochen und retten eine Puppe. Wie fühlt man sich als verhinderter Lebensretter? Fragte ich den Dozenten. Er hängte seine Hose auf die Äste einer Jungweide und grinste mich an. Der Dozent war sichtlich stolz auf sich. In Josefs Netz läutete mein antikes Mobiltelefon. Nur wenige Menschen kennen meine Nummer. Ich musste also davon ausgehen, dass es sich um etwas Wichtiges handelte. Oder der Vorsitzende des Ständigen Ausschusses zur Lösung sämtlicher Welträtsel, welcher beim Binderheurigen in Permanenz tagt, Wenzel Schebesta, hat einen Auftrag für mich. Ich fuhr ein paar Meter zur Seite und nahm das Gespräch an. Die Mutter des Dozenten erkundigte sich mit schneidender Stimme nach meinem Aufenthaltsort, ob ich noch nüchtern genug sei, ihren Ausführungen zu folgen. Als ich bejahte, fragte sie noch nach ihrem Sohn. »Ich habe ihn seit Tagen nicht gesehen«, sagte ich. »Er erwähnte etwas von einem Segeltörn am Neusiedlersee.« »Wahrscheinlich mit irgendeiner akademischen Nutte«, schnarrte Madame. »Mein Sohn wird nie mit einer vernünftigen Dame bei mir vorstellen.« Vernünftige Damen waren in den Augen von Madame Erbinnen von Unternehmern mit mindestens 500 Beschäftigten, adeliger Hintergrund kein Nachteil. Die Frauen mussten seit längerer Zeit in leitender Position tätig sein und die Betriebe sollten ihren Ursprung in der Monarchie haben. Waren die Voraussetzungen erfüllt, stand einem Café auf der Frühnachmittagsveranda ihrer Hitzinger Villa nichts im Wege. Bei zufriedenstellendem Verlauf des Gesprächs konnte man schließlich auf die Spätnachmittagsterrasse wechseln, um dort einen Sherry oder einen amalfitanischen Limoncello zu nehmen. Bei dieser Gelegenheit konnte dann auch ein Termin für die Besichtigung von Madames Maschinenbaufabrik vereinbart werden, was einer halben Verlobung gleichkam. »Das sieht meinem Sohn ähnlich, dass er in einem austrocknenden See baden geht.« »Er sagte etwas von einem Segeltörn«, wagte ich einen Einwand. »Viel Vergnügen beim Rudern«, höhnte Madame. »Ich werde es ihm ausrichten«, erwiderte ich.
Hören Sie zu, geschätzter Groll, was ich Ihnen jetzt sage, bleibt unter uns. Wehe, Sie weihen meinen Sohn ein. Ich bin wie jedes Jahr bei den Salzburger Festspielen. Den Operngram nehme ich hin wie einen Schnürlregen. Tatsächlich treibe ich meine Geschäfte voran, die sind in der letzten Zeit nicht einfacher geworden. Am Beginn meines Aufenthalts treffe ich im Restaurant Obauer in Werfen einen alten Geschäftsfreund. Dieses Treffen hat Tradition, wir haben uns schon zu Lebzeiten meines Mannes gesehen. Aber das gehört nicht hierher. Dieser Termin ist wichtig für mich, sehr wichtig. All die Jahre sind wir gemeinsam von unseren Hotels in der Salzburger Altstadt nach Werfen gefahren, wo wir den Mittagstisch bei Obauers reserviert hatten. Aber dieses Jahr ist mein Freund nicht vor meinem Hotel der Blauen Gans erschienen, worauf ich den Herrn Kallmann, das ist der Chauffeur der Madame, nach Werfen vorausgefahren bin. Jetzt sitze ich hier bei Obauers, kein Anruf, keine Botschaft, nichts. So etwas ist noch nie vorgekommen, mein Freund ist die Zuverlässigkeit in Pension, in Person. Auch nicht schlecht, ja. Mein Freund ist die Zuverlässigkeit in Person. Ein Unfall mit einem Bentley wurde auch nicht gemeldet, sagen die Obauers, die wie alle anständigen Wirtsleute den Polizeifunk abhören. Mich plagen schlimme Vorahnungen. Wann können Sie in Werfen sein? Ist 19 Uhr für Sie machbar? Die Sache ist heikel. Nur Sie können Aufklärung bringen. Ich zähle auf Sie. Ich jubelte innerlich. Der Umstand, dass ich bereits in Werfen war, weil ich das Grab meiner Großeltern auflassen wollte, spielte mir in die Hände. Wenn ich eine tollkühne Fahrt von Wien hierher vorspielen könnte, würde sich das vorteilhaft auf die Höhe meines Honorars auswirken. Madame, ich bin bereits unterwegs. Ich schlage als Treffpunkt das Gasthaus zur Stiege am burgseitigen Ende des Hauptplatzes vor. Das Restaurant Obauer ist nur einen Steinwurf entfernt. Industriemogule, Finanzjongleure und Oligarchen tauchen in der Stiege nicht auf. Man kann sich dort ungestört unterhalten. Gasthaus zur Stiege, 19 Uhr. Sie scheinen sich ja gut in diesem Nest auszukennen. In meiner Kindheit habe ich einige Sommer hier verbracht. Da wäre noch eine Kleinigkeit. Sie kriegen schon Ihr Honorar, sagte Madame, und es klang wie ein Befehl an einen Lakai. Das meine ich nicht, sagte ich. Es wäre gut, wenn man Sie im Nachmittag nicht in Werfen sehen würde. Ich verstehe. Wo soll ich Ihrer Meinung nach? In der Hölle. Madame schwieg. Ich beeilte mich zu ergänzen, das ist ein Ortsteil Werfens in einem Taleinschnitt am Fuße des Hochkönigs. Dort gibt es ein Gästehaus, wo man wunderbar ausspannen kann. Die Besitzer sind Zeugen Jehovas. Sie interessieren sich nur für Geld und das jüngste Gericht. Und sie sind sehr schweigsam. Madame räusperte sich, als sie ihre Kontenance wiedergefunden hatte, sagte sie, Sie denken mit, das ist gut. Noch etwas, lassen Sie meinen Sohn aus dem Spiel, der soll sich mit seiner Schnapsdrossel im Schilf vergnügen. Selbstverständlich, Madame. Und Sie schaffen es wirklich bis zum Abend nach Werfen? Fahren Sie neuerdings einen Porsche? Madame, Sie unterschätzen mich. Deutsche Autos sind in meinen Kreisen tabu. Mein Renault 5 wird vom Motor eines französischen Luxussportwagens namens Facel Vega aus dem Jahr 1962 angetrieben. Der Renault ist unscheinbar, aber seine Straßenlage und Motorstärke sind unerreicht. Ein Honorar für einen komplizierten Fall in Saint-Nazaire an der Mündung der Loire in den Atlantik. Sie wissen, dort, wo die Queen Mary 2 gebaut wurde, es ging um 13 tote Arbeiter während des Baus des Ozeanriesen. Zwei waren aus Österreich, einer aus Eisenkappel und einer aus Floridsdorf. Die Versicherung weigerte sich zu zahlen. Madame schwieg einige Augenblicke, dann sagte sie, ich habe diesen Namen schon einmal gehört. Ich glaube, in den 70er Jahren besaß ein Betriebsratsvorsitzender meiner Fabrik einen Wagen dieses Namens. Er ist damit gegen einen Baum gefahren. Zu seinem Begräbnis erschien die gesamte Rote Reichshälfte, Ehefrau und mehrere Geliebte mit unehelichen Kindern. Herr Kallmann, auf in die Hölle! Für den Dozenten und mich war die Reise nach Salzburg ein Glücksfall.
Keine Ermittlungen, keinen Auftrag, nur Müßiggang und italienisches Flair. Und dann gab es noch ein Herzensziel, den Almkanal. Ein genialisches Wasserbauwerk in Höhlen und Schluchten, das die Stadt vor allen anderen Städten Mitteleuropas auszeichnet. Ein Ho Chi Minh-Pfad der Alpen. Ihn wollte ich von seinem Ursprung der Königssee Ache bis zu seinem Ende oberhalb des Domplatzes begehen. Einmal im Jahr wird der Kanal gesäubert, in dieser Zeit fließt kein Wasser und man kann ihn mit dem Rollstuhl bewältigen. Zumindest hoffte ich das. Auch Josef freute sich auf die Expedition. Der Dozent hatte vor, eine Jugendliebe zu treffen, die im Vorstand einer schweizerischen Privatbank saß. Auf der Fahrt nach Salzburg hatte ich den Dozenten gebeten, eine elektronische Botschaft an Mr. Giordano abzusetzen. Ich hatte nicht vergessen, dass Giordano 1955 als amerikanischer Presseoffizier von Salzburg nach Wien zur Wiedereröffnung der Wiener Staatsoper geschickt worden und auf den Serpentinen des Riederbergs mit seinem Jeep gegen einen Lastkraftwagen gekracht war. Der LKW hatte Wein geladen, was man auch von seinem Chauffeur sagen musste. Bei dem Unfall kam der amerikanische Fahrer, ein junger schwarzer Installateur aus Staten Island, ums Leben und Giordano erfreut sich seither einer schlecht sitzenden Unterschenkel und einer besser funktionierenden, aber stark quietschenden Oberschenkelprothese. Der Groll hat dieser Puppe und dieser angeschwemmten Puppe im Kajak aus dem Jackett einen Text, einen Brief entnommen, ein Papier entnommen. Und während er auf die Mutter des Dozenten, Madame, im Gasthaus zur Stiege wartet, liest er diesen Text durch. Der Text nennt sich das Salzburg-Manifesto. Der Kapitalismus lebt, die Industrie lebt, die industrielle Landwirtschaft lebt, die industrielle Kunst lebt, der industrielle Sport lebt, der Therapiemarkt lebt. Niemand soll auf falsche Gedanken kommen. Dieses Ziel ist erreicht, wenn niemand mehr denkt. Nur wer nicht denkt, kann auf keine falschen Gedanken kommen. Gedanken über eine andere Welt, eine andere Produktionsweise, eine andere Herrschaft. Keine Herrschaft. Denken ist nicht erforderlich, es reicht, wenn man Konsument ist. So lebt es sich im Industriekapitalismus, aber nicht mehr lange. Wir sind nicht Teil dieser Gesellschaft, wir sind Teil der Natur. Wenn wir uns an den Zerstörern der Welt rächen, tun wir das als Teil der Natur. So wie früher einige vermögende Menschen ihre Klasse wechselten und für die Rechte der Proletarier kämpften, haben wir unsere Doppelexistenz als gesellschaftliches und als Naturwesen abgestreift, wie die Schlange ihre Haut. Wir sind nicht mehr Teil dieser Gesellschaft. Wir haben mit ihrem Treiben, ihren religiösen, ideologischen, moralischen Zielen nichts mehr zu tun. Wir genügen uns nicht mehr darin, die Brosamen der Welt mit anderen Opfern der Zerstörung zu teilen. Wir lassen uns nicht mehr mit den Sprüchen der Zerstörer abspeisen. Die Opfer von Verkehr, Feinstaub, Bodenversiegelung, Massentierhaltung und Klimaverbrechen haben beschlossen, keine Opfer mehr zu sein. Die Religionen sind tot. Die alten Aufstandsbewegungen sind tot. Der Sozialismus, der Kampf um gelindere Mittel im Beinhaus der Industrie, ist tot. Der Kommunismus, der Kampf um radikale Wege innerhalb industrieller Zwänge, ist tot. Der Kampf um Linderung der Umweltverbrechen ist Unsinn, ist Lebensverschwendung. Genau betrachtet ist dieser Kampf schädlich, weil er nicht den Feind, die große Industrie, im Visier hat, nur dessen Ausscheidungsprodukte. Wir sind keine sozialen Wesen, wir sind Wesen des Spiritualismus. Unser Geist wird über die Erde kommen und sie vom industriellen Dreck reinigen. Die Zerstörer der Welt haben ihre Zeit gehabt, jetzt sind sie organischer Müll, verwesende Kadaver. Wir sind Müllmänner und Frauen. Wir kippen sie über den Tellerrand, wir kehren sie in den Orkus.
Wir schaffen das ewig Gleiche ab. In uns kommt die Natur, kommt die Welt zu sich. Alles Bisherige war Vorgeschichte, vertane Zeit, zerstörte Welt. Wir läuten keine neue Epoche ein, wir verkünden das Ende aller Epochen. Das Reich der Zerstörung muss vernichtet werden. Unsere Zeitgenossen sind die Fußtruppen der Zerstörung. Folglich müssen auch sie zerstört werden. Wir haben unsere Lage erkannt und sind nicht aufzuhalten. Wir sind wenige, wir brauchen keine Unterstützer. Wir kämpfen nicht um Mehrheiten, wir brauchen keine Anerkennung. Unsere Bestimmung ist die Liquidierung des industriellen Lebens, der industriellen Lüge, des industriellen Bewusstseins. Wir machen mit der Gattung Schluss. Ob irgendwann einmal eine Gesellschaft entstehen wird, die sich die Natur nicht zum Feind macht, ist unwichtig. Wichtig ist nur, dass das gegenwärtige System zertreten wird. Wichtig ist das Gedeihen der Insekten. Deep Green Resistance. Groll trifft Madame. Sie erklärt ihm noch einmal, dass es sehr ungewöhnlich ist, dass ihr Freund, ein gewisser Mr. Liam Ferguson, der gleichzeitig im Vorstand, also nicht gleichzeitig, der auch im Vorstand von Glencore sitzt, diesem größten Rohstoffkonzern der Welt, der in einem kleinen schweizerischen Städtchen seine Zentrale hat, dass dieses Treffen für sie sehr wichtig wäre und Groll alles ins Werk setzen solle, um diesen Mann aufzutreiben. Als der Dozent und ich den Weg nach Salzburg antraten, dämmerte es bereits. Zumindest den Eingang ins Blühnbachtal wollte ich meinem Begleiter aber doch zeigen. Auf mich übte dieses schroffe und düstere Tal seit meiner Kindheit eine unerklärliche Anziehung aus. Es war aber nicht jene Art von Anziehung, wie sie pittoreske Sehnsuchtsorte ausüben, sondern es war eine seltsam angstbesetzte und verunsichernde Anziehung. Als wäre ich in einem früheren Leben vor dem zerklüfteten Taleinschnitt geflüchtet und hätte eine Aufgabe von existenziellem Gewicht zurückgelassen, eine Aufgabe, deren endgültige Erledigung noch ausstand. Schräg gegenüber vom Haupteingang des Eisenwerks Weinberger zweigte in der Arbeitersiedlung Tenneck die Straße ins Blühnbachtal ab. Ich wollte schon abbiegen, da sah ich vor einer Tankstelle drei schwarze Mercedes-Geländewagen mit verdunkelten Fenstern. Großgewachsene Männer in schwarzen Uniformen drängten sich um das vordere Schlachtschiff. Sie versuchten fieberhaft, dessen Scheiben und einen Kotflügel mit Spray und Tüchern zu reinigen. Ich bat den Dozenten im Tankstellenshop, eine Notration für ein Abendessen zu holen. In großen Schritten eilte er zum Eingang. Er wurde ihm von zwei Hühnern verwehrt. Die beiden trugen Maschinenpistolen und machten sich gar nicht erst die Mühe, die Waffen zu verbergen. Der Dozent lief zum Wagen zurück und schwang sich auf den Beifahrersitz. Jetzt erst sah ich, dass vom vorderen Auto eine dunkle Flüssigkeit tropfte. Die zwei Uniformierten kamen auf uns zu, sie hatten ihre Maschinenpistolen im Anschlag. Den Motor starten, den Gang einlegen und den Renault auf der Bundesstraße beschleunigen war eins. Wir fuhren in Richtung Pass Lueck. Nach wenigen Kurven und einer Querung der gischtgrünen Salzach erreichten wir die Autobahnauffahrt. Erst als wir mehrere Tunnel passiert und Begolling freies Land gewonnen hatten, verringerte ich die Geschwindigkeit und reihte mich in eine LKW-Schlange ein. Das waren russische Autokennzeichen, stieß der Dozent hervor. Wagnerianer, erwiderte ich. Der Dozent sah mich verdutzt an. Aus Bayreuth? Mitglieder der russischen Söldnertruppe Wagner. Sie waren bei der Heimholung der Krim, im Donbass, in Syrien und Libyen im Einsatz. Dass die auch bei uns tätig werden, ist mir neu. Und das noch dazu im Blühnbachtal, dessen illustre Besitzer von den Salzburger Erzbischöfen über den Thronfolger Franz Ferdinand, den Hauptkriegsverbrecher Krupp und dessen Enkel, bis zu einem kanadischen Milliardär aus einer Dynastie, die die extreme Rechte in den USA finanziert, reichen.
Der schwarze Panzer muss mit einem Rotwild kollidiert sein, sagte der Dozent, als wir die Salzburger Alpenstraße stadteinwärts fuhren. Ich widersprach nicht. Wenn der Dozent einmal eine Erklärung für bestimmte Entwicklungen hatte, beruhigte sich sein Gemüt und es tat dabei wenig zur Sache, ob die Erklärung stimmte oder nicht. Am nächsten Tag trifft Groll Madame in der Nähe des Mozarteums. Sie will ihm noch ein paar Informationen geben über ihren Freund und vor allen Dingen gibt sie ihm eine Anzahlung. Eine ordentliche Anzahlung von 10.000 Euro. Daraufhin trifft Groll den Dozenten in einem nahegelegenen Café hinter dem Schloss Mirabell, das Café Bellini, und ist sehr aufgekratzt, denn er hatte eigentlich vom Groll den Auftrag gehabt, den Almkanal und seine gesellschaftlichen und historischen Hintergründe zu recherchieren. Tatsächlich hat der Dozent aber viel Informationen über Glencore mitgebracht. Und es gibt einen Globalisierungs- und industriekritischen Preis, der jedes Jahr verliehen wird. Und Glencore hat diesen Preis auch bekommen, wegen Gewerkschaftsfeindlichkeit, Kinderarbeit, Ausbeutung jeglicher Art. Und bei Glencore sind auch führende Leute beschäftigt. Im Vorstand sitzt zum Beispiel ein gewisser Tony Hayward. Das ist jener Mann, der verantwortlich war für die Erdölkatastrophe im Golf von Mexiko, Deepwater Horizon. Das hat ihn in den Augen der anderen Glencore-Vorstandsleute qualifiziert, in ihrer Runde weiterzuarbeiten. Groll versucht, Informationen einzuholen, kommt nicht recht weiter und beschließt, seine Elfi aufzusuchen. Wenig später saß ich mit Elfi im Café Glockenspiel auf dem Mozartplatz. Das Leben war nicht spurlos an uns vorübergegangen, das war nicht zu leugnen. Aber die alte Vertrautheit war rasch wieder da. Elfi hatte 2 gescheiterte Ehen und 3 verpatzte Hüftoperationen hinter sich. Aber beruflich ging es ihr gut. Sie war die Vizechefin des gesamten Kartenbüros. Ohne sie waren Marketing und Verkauf der Festspiele undenkbar. Sie berichtete mit einigem Stolz davon und ich zollte ehrlichen Respekt. Von ein paar Flunkereien abgesehen, berichtete ich dann aus meinem Leben, wobei ich versuchte, die wirklich schlimmen Einbrüche zu verharmlosen und die üblichen Katastrophen schön zu reden. Jedenfalls erfuhr sie, dass die vergangenen Jahrzehnte bei mir nicht nur von Wohlstand, Anerkennung und Liebesglück geprägt waren. Es habe da Talfahrten im persönlichen Börsenkurs gegeben, räumte ich ein, schloss aber mit der optimistischen Aussicht, dass ich immerhin noch kreditfähig und bei einigen Freunden und Freundinnen an vorderer Stelle gelistet sei. Mein gegenwärtiger Aufenthalt gelte einer vertragten Geschäftssache, im Grunde sei es eine Beratertätigkeit für eine sehr wohlhabende, aber etwas verstrudelte Person, die ein bisschen Ansprache während der Festspielzeit suchte. Elfi nickte verständnisvoll und fragte mich, ob ich ein Tier hätte. Menschen, denen das Schicksal üble Streiche spiele, würden sich unter tierischer Betreuung wieder erfangen. Selbst ein kleines Aufblühen könne nicht ausgeschlossen werden, sagte Elfi und warf mir einen koketten Blick zu. Ich hätte zu Hause einen Esel, sagte ich, 3 Enten und etliche Hühner. Ein Biber namens Emil schaue auch immer wieder vorbei. Die Tiere gehörten nicht mir, sondern einem Freund, der am Machfeldkanal bei Wien eine Art Arche Noah betreibe. Aber ich gelte als ideeller Mitbesitzer und die Tiere freuten sich jedes Mal auf meine Gesellschaft und die Reste meiner Kochkünste. Der Esel fresse am liebsten gefüllte Paprika, aber nur jene der Firma Enzersdorfer. Und schließlich, ich flüsterte ihr ins Ohr und deutete unter mich, habe ich noch den Josef, der ist eine Art Edelhund. Ich hoffte inständig, dass Josef im Halbschlaf war und meine Worte nicht hörte. Meinen geliebten Simmel habe ich zu Pfingsten verloren, erzählte Elfi mit belegter Stimme. Er wurde hinter dem Dom ermordet.
Du musst wissen, der Simmel war ein Festspielhund. Er liebte Pomp und Inszenierungen. Je schriller, desto besser. Am helllichten Tag wurde er von einem Reinigungsauto überfahren, während ich ein Kartenkontingent für eine 20-köpfige Delegation des ungarischen Parlaments auftrieb. Die Mörder schleppten seinen Kadaver zum Domplatz und ließen ihn auf der Prunktreppe liegen. Ich verkündete mein Beileid. Elfi wischte sich mit einer großen Geste eine Träne von den Augen. Stattdessen habe ich jetzt Zierfische, die braucht man nicht äußern führen, fuhr sie nach einer Anstandspause fort. Bloß fressen die depperten Viecher sich gegenseitig auf. Ich muss laufend für Nachschub sorgen. Endlich gelang es mir, das Gespräch auf die Festspiele und die Puppen zu bringen. Sie stammten tatsächlich aus dem Fundus der Festspiele. Sie waren in Verstoß geraten. Eine amerikanische Filmgesellschaft sei dabei über die Salzburg-Verbindungen einer US-amerikanischen Mafiosa zu drehen. Die Firma hatte mit den Festspielen einen Vertrag über die Mitnutzung des Kostümfundus geschlossen, wobei 2 Wochen vor Beginn der Festspiele alle Leihstücke wieder an ihrem Platz sein sollten. Offensichtlich war die Rückgabe nicht kontrolliert worden. Oder einige Angestellte wollten sich ein Zubrot verdienen. Auch sei mehrfach im Fundus eingebrochen worden, so Elfi. Und der zuständige Mitarbeiter sei am Morgen in der Nähe des Schlosses Leopoldskron tot aufgefunden worden. Es gebe keinen Hinweis für ein Fremdverschulden. Aber seltsam ist es schon, bemerkte Elfi. Gestern vor Dienstschluss habe ich den Obwascher Schorsch noch gesehen. Ein angenehmer Kollege, zurückhaltend und verlässlich. Im Fundus war er der unumschränkte Herrscher. Ich erkundigte mich noch nach dem genauen Ort, an dem die Leiche des Festspielbeamten gefunden wurde. Bei der Schießstadt, wo der Schorsch im ehemaligen Scharfrichterhaus wohnte, erwiderte Elfi. Erzbischof Max Gandolf von Kuhnburg ließ dort im späten 17. Jahrhundert die sogenannten Zauberbuben verbrennen, sagte Elfi. 150 Buben und Mädchen, die sich als Bettler durchbrachten, unter ihnen 4- und 5-Jährige. Der Innsbrucker Rechtsprofessor Fröhlich von Fröhlichsburg gab dem Massenmord seinen Sanctus und der Erzbischof wusch seine Hände in Unschuld. Aber einen haben sie nicht bekommen. Den Schinderjackel aus Werfen. Sohn der Barbara Koller, die als Abdeckerin oder Schinderin im Blümbachtal arbeitete und nach eingehender Folter als Hexe verbrannt wurde. Der Schinderjackel scharte Freunde um sich und verschwand. In der Folgezeit lag hin und wieder ein Beamter oder ein Priester tot im Moor oder wurde schrecklich zugerichtet von der Salzach angetrieben. Es hieß, der Schinderjackel sei im Hochkönig verschwunden und dass er wiederkommen werde mit seinen Leuten, aber als Wolf. Und dann gehe es ans Aufräumen mit den Mördern aus der Bischofsstadt. Groll ermittelt weiter, trifft dann am Mirabellplatz beim Schrannenmarkt bei einem Würstelstand eine ungewöhnliche Gruppe von Menschen, sind 4 oder 5 amerikanische junge Leute, die eben diesen Film drehen und die aber irgendeine Verbindung zu dieser Deep Green Revolution Gruppe haben, die es ja auch in der Wirklichkeit gibt. Und die haben mehr oder minder eine Doppelexistenz. Tagsüber arbeiten sie für die Filmfirma und daneben versuchen sie, ihre politischen Anliegen, diesen Öko-Anarchismus, durchzusetzen und sind mit den Puppen irgendwie im Bunde. Mehr bekommt der Groll da nicht heraus, aber da gibt es eine Verbindung. Und dann gibt es bei diesem Würstelstand, der ein sehr luxuriöser Würstelstand ist, der besondere Würste aus der ganzen Welt anbietet, einen Mann, der Ottavio Unschlicht heißt, ein nicht mehr ganz junger Mann, der ein großer Redner ist und eine Art Spiritus Rector dieser ganzen Truppe auch darstellt. Und Groll und der Dozent und die amerikanischen jungen Leute
haben mit diesem Ottavio Unschlicht einen großen Abend beim Würstelstand. Und Groll nimmt einiges an Informationen mit, was ihm die Zusammenhänge mit dieser Öko-Anarcho-Truppe anlangt. Dennoch spitzt sich alles auf die Frage zu, was ist mit Madame, die dann auch verschwindet, und mit ihrem Freund passiert. Und Groll versucht, in Blühnbach noch einmal zu ermitteln und diese Spur aufzunehmen, weil er weiß, dass George Soros, der amerikanische Milliardär, ein ungarischer Jude, der den Krieg durch Zufall und Glück überlebt hat, sind ja 400.000 ungarische Juden innerhalb weniger Monate in die Vernichtungslager des Ostens verschickt worden. Und er ist einer der wenigen gewesen, damals als 12-Jähriger, die dieser Gefahr entkommen sind. Und zwar, weil eine Ausdruckstänzerin namens Elsa Brandeis, die in Rust geboren wurde und in Leipzig den Ausdruckstanz erlernt hatte, die Familie Schwarz, so hießen die Soros nämlich, in einer Weinberghütte am Ufer des Plattensees versteckt hatte. Und diese Elsa Brandeis ging dann nach dem Krieg nicht weg, wie die meisten, die noch übergeblieben sind, sondern blieb in Ungarn, konnte zwar den Ausdruckstanz nicht mehr fortsetzen, aber sie arbeitete als Tanzlehrerin. Und in ihrer Pension ging sie dann nach Sopron und hat in Sopron ein Museum übernommen und hat es begleitet, das Storno-Museum. Das gibt es tatsächlich. Und dort verbrachte sie arbeitend ihren Lebensabend. Nur ein oder zweimal geschah es, dass George Soros, der nach London gegangen war dann mit seinen Eltern, dort sich mit allerlei Jobs durchgebracht hatte und an der London School of Economy studiert hatte, dann nach Amerika ging, über mehrere Etappen dann schon seit den Mitte der 60er Jahre zu einem sehr reichen Mann wurde und sich in Investmentspekulationen betätigte. Dieser George Soros hat aber nie vergessen, wer ihn gerettet hat. Und er hat immer versucht, dieser Elsa Brandeis, die sehr bescheiden lebte, zu helfen. Das hat sie immer abgelehnt. Und einmal ist es dem Soros gelungen, die Elsa Brandeis und zwei Freundinnen der Elsa Brandeis, darunter auch die Mutter des Dozenten, nach Blühnbach, in das Schloss Blühnbach einzuladen, dieses ehemalige erzbischöfliche Schloss, und dort einen Abend zu verbringen. Und er lässt zwei prominente Gäste einfliegen, die diesen Abend begleiten, Elizabeth Taylor und Richard Burton. Das hat auch wieder einen Grund. Die beiden hatten einander noch im Liebeszustand, das war ja dann nicht immer so, wie wir wissen, in Werfen gesehen für einige Zeit, weil der Richard Burton damals mit Clint Eastwood einen Agentenfilm gedreht hat. Agenten sterben einsam, heißt der Film. Es war eine große Sache in Werfen und ich habe einiges mitbekommen in dieser Zeit, obwohl es im Winter war, aber da war ich im Winter auch einmal in dieser Gegend und habe da also diese ganzen Filmtrubel mitbekommen. Und so kam es, dass die gesagt haben, auf Einladung des Soros, ja, wir würden uns diese Stadt und diese Gegend ganz gerne mal im Sommer anschauen. Und die haben eben diese Elsa Brandeis mitgenommen und so hat der George Soros seiner Lebensretterin einen schönen Abend bereitet. Wie sie dann schon sehr krank war und sehr gebrechlich war, sie ist 116 Jahre alt geworden, hat der George Soros in den letzten Jahren die Erlaubnis bekommen, ihre
ihre Pflege zu organisieren, die durfte er bezahlen, mehr aber auch schon nicht. Und all das erfährt der Groll in seinen Ermittlungen und er sagt, irgendwie läuft alles auf dieses Schloss zu, auf dieses Unselige, in das man ja nicht reinkommt. Das ist ja alles Privatbesitz. Sie kommen auch heute dort nicht hinein. Alles abgesperrt. Überall Kameras, alles abgesperrt. Weiter ging die Fahrt auf der Autobahn Richtung Innergebirg. Innergebirg ist in Salzburg alles jenseits des Pass Lueck. Keiner der beiden fragte nach dem Ziel, der Groll fort mit dem Dozenten und mit dem Herrn Kahlmann. Des Vorstoßes. So lobe ich mir meine Truppen, dachte ich, für Fragen war in einer Stunde noch genug Zeit. Ich schätzte die Chancen, Madame und ihren Freund im Schloss Blühnbach vorzufinden, als hoch ein. Ein abgeschiedener Ort in einem Talschluss, rundum eingezäunt und auch aus der Luft infolge der schroffen Bergspitzen und nahen Hochwälder schwer erreichbar. Es gibt kaum bessere Verstecke. Glencore arbeitet eng mit russischen Rohstoffkonzernen und den russischen Behörden zusammen. In Vorstand und Aufsichtsrat der diversen Firmenteile sitzen hochrangige russische Manager. Es würde mich nicht wundern, sollten diese die hochrangigen Kader des Konzerns vor den Nachstellungen der Öko-Anarchisten in eine luxuriöse Sicherheitshaft genommen haben. Auch für die allgegenwärtigen Wagnerianer mit ihren schwarzen Mercedes-Geländewagen fände sich damit eine Erklärung. In diesem Szenario hätten diese für die Absonderung der Manager zu sorgen, gleichzeitig sollten sie etwaige Attentäter einschüchtern und Präsenz zeigen. Es war auch davon auszugehen, dass Teile der Salzburger Behörden eingeweiht waren. Von der Landesstraße neben der Salzach bogen wir auf Höhe des Eisenwerks in das Stichtal Richtung Hagengebirge ab. Das Fahrverbotsschild ignorierte ich aus republikanischen Motiven, denn das Tal, an dessen Ende sich das bischöfliche Jagdschloss befand, das vom Thronfolger Franz Ferdinand 1910 erworben, aber noch während des Kriegs an den alten Krupp, Chef der größten deutschen Waffenschmiede, weiter verscherbelt worden war, sollte vom Publikum nicht betreten werden. Nun wurden in der halbherzigen österreichischen Revolution des Jahres 1918 nicht nur die Adelstitel abgeschafft, sondern auch der forstliche Privatbesitz dem Staat überantwortet, der mit seinen republikanischen Bundesforsten den ausgedehnten Wald bewirtschaftete. Von meiner Großmutter, deren Mann im Werk Tenneck als Platzmeister gearbeitet hatte, wusste ich, dass der Thronfolger unter den Arbeitern nicht gut gelitten war und nichts tat, diese Einschätzung zu verbessern. Noch am Beginn unserer Expedition hatte ich den stillen Vorwurf Herrn Kahlmanns verspürt, warum wir nicht mit dem Direktionswagen losgefahren waren, aber bald war das Gewicht dieses Vorwurfs zu dem einer Feder geschrumpft. Er wusste jetzt, warum ich sein Ansinnen, doch mit Madames Jaguar zu reisen, ausgeschlagen hatte. Das Schlachtschiff wäre an den Wurzeln und Felsen, die aus der Naturstraße ragten, zu Schanden geworden. Mein hochbeiniger Renault mit dem schwächlichen Motor von einem Fasel Vega durfte ich nur träumen, konnte sich genau hier an dieser Gebirgsstraße bewähren. Der Dozent hatte sein Notebook zugeklappt, die nächsten 7 Kilometer würden unsere volle Aufmerksamkeit erfordern. Ich achtete auf die Reifenspuren von Geländewagen. Ein paar Mal sah ich Abdrücke schwerer Holztransporter, aber von den Wagnerianern und ihren übermotorisierten Särgen war nichts zu sehen. Ungefähr in der Mitte des Weges passierten wir eine Lichtung, auf der 3 massive hölzerne Waldbauernhäuser standen, wovon das mittlere einst blau gefärbelt gewesen sein musste. Farbreste an den roh behauenen Stämmen blätterten ab, sie tanzten im Wind. Hinter den Häusern klaffte eine tiefe Schlucht. Alle Wege im Blühnbachtal enden am schmiedeeisernen Tor zum Park. Am Ende einer großen Wiese kann man einen Blick auf das Jagdschloss erhaschen. Eine Kamera überwachte den Weg, es waren weder Fernsprechanlage noch Klingel angebracht. Ich schickte den Dozenten vor, er möge ein paar Meter den Berg rechter Hand hinaufklettern und mit Hilfe des Feldstechers einen Blick auf den Vorplatz des Schlosses werfen.
Bald war der Dozent zurück, er schüttelte den Kopf. Keine Spur von schwarzen Geländeautos, sagte er. Niemand zu sehen, das Schloss wirke verlassen. Herr Kallmann war ebenfalls ausgestiegen und ging auf dem Holzabladeplatz vor dem Tor auf und ab. Mein Eindruck, dass er sich nur halbherzig an der Suche beteiligte, verstärkte sich. Der musste doch schon einmal hier gewesen sein, dachte ich, als er die Damen zum Schloss chauffiert hatte, um George Soros zu treffen. Seither waren Jahrzehnte vergangen, aber ein Mann wie Kallmann verfügte unzweifelhaft über eine herausragende Orientierung. Wusste er, dass Madame sich nicht im Schloss befand? Wenn ja, woher? Und warum spielte er den Ahnungslosen? Der Dozent hingegen widmete sich der Suche mit Hingabe. Er lebte zwar im Dauerkonflikt mit seiner alten Lady, aber so zerrüttet war ihr Verhältnis nicht, dass ihm das Schicksal seiner Mutter egal war. Andererseits, wenn Herr Kallmann wusste, dass wir auf der falschen Fährte waren, hieß das noch nicht, dass er Madames Aufenthaltsort kannte, oder spielte er uns in ihrem Auftrag etwas vor. Meine Gedanken gingen im Kreis. Ich hätte mich jetzt gern mit Mr. Giordano ins Einvernehmen gesetzt. Wir traten den Rückzug an. Ich wendete, was der engen Straße wegen nicht einfach war. Neben mächtigen Baumstämmen tat sich die Schlucht auf. Nach wenigen Metern übertönte ein seltsam singendes Geräusch den Motorlärm. Irgendetwas musste sich in einem Rad verklemmt haben. Auch die Lenkung zog auf eine Seite. Der Dozent erbot sich nachzusehen, aber ich winkte ab und wollte das geöffnete Faltdach schließen, ließ es aber dann bleiben. Das erwies sich als schwerer Fehler. Weiter ging die Fahrt über Stock und Stein, das eingeklemmte Rand sank jetzt nicht mehr, es scheuerte am Radkasten. In die würzige Waldluft mischte sich der scharfe Geruch von bearbeitetem Eisen. Ich sah das Ende unseres Vorstoßes ins Blümbachtal gekommen. Nach einem kurzen Halt fuhr ich vor und zurück und versuchte, das eingeklemmte Teil auf diese Weise abzuschütteln. Das brachte nur eine kurzfristige Erleichterung. Nach wenigen Kurven war das Geräusch wieder da, lauter und bedrohlicher als zuvor. Wie wir auf diese Weise die verbleibenden 6 Kilometer auf der ausgeleierten Straße, die abschnittsweise mehr einem Hohlweg glich, schaffen sollten, war mir schleierhaft. Wenn man in einer gefährlichen Lage nicht weiter weiß, soll man die eingeschlagene Bewegung unbeirrt fortsetzen, erinnerte ich mich einer Regel. »We'll cross that bridge when we come to it«, hämmerte ich mir ein und fuhr so gut und schnell ich es vermochte weiter. Tatsächlich ereignete sich etwas Unerhörtes. Ein Tier fiel vom Rand des geöffneten Faltdaches dem Dozenten auf den Oberschenkel. In einem Reflex riss er die Seitentür auf und stieß das zähnefletschende, stinkende Ungeheuer aus dem fahrenden Auto. Ich beschleunigte weiter und raste wie ein Rallyefahrer auf einer abschüssigen Sonderprüfung talwärts. Aber wir waren nicht schnell genug und der tollwütige Hund war nicht allein. Ich versetzte den Wagen ins Schlingern, rechts und links knallten die Räder an Felsen und Baumstämme. Fortgesetzt versuchte eine Meute, über das verfluchte offene Dach in den Wagen zu kommen oder aus vollem Lauf ins Wageninnere zu springen. Als es einer Bestie gelang, auf die Motorhaube zu klettern und sich mit den Vorderläufen am Dachrand verhakte und furchterregend die Zähne fletschte, ertönte ein Schuss. Das Tier war in den Kopf getroffen, es rutschte seitlich über die Motorhaube auf die Straße. Zweimal noch musste Herr Kallmann seine Pistole bemühen, dann weitete sich der Weg und wir querten den Platz vor den 3 uralten Holzhäusern. Ich fuhr weiterhin mit Höchstgeschwindigkeit. Das metallische Hämmern war wieder zu hören, aber ich dachte nicht daran, das Tempo zu reduzieren. Von den Bestien war nichts mehr zu sehen. Als wir nach Tenneck hinunterkamen, die Waldstraße in eine asphaltierte Straße überging, und erste Häuser mit Blumenrabatten und Carports auftauchten, atmete ich tief durch. Vor dem Eingang zur Fabrik rollten wir aus. Es war eben 14 Uhr geworden, der Schichtwechsel führte einige Dutzend Arbeiter an uns vorbei. Die meisten gingen zu ihren Autos, andere traten in ein Lebensmittelgeschäft. Langsam verdichtete sich in uns das Unglaubliche zur Erkenntnis, wir waren von einem Wolfsrudel attackiert worden. Die Wölfe bleiben nicht im Blümbach.
Sie kommen weiter nach Salzburg und richten dort allerhand Verheerungen an. Unter anderem, damit beende ich diese Lesung, weil alles andere sich dann nur beim Selberlesen erschließt. Der Groll ist draufgekommen, dass die Wölfe auf zwei Personengruppen besonders losgehen. Uniformierte. Und für die Wölfe sind Uniformierte, die normalen Uniformierten, Polizisten, militärische Leute, auch Leute von der Gruppe Wagner, aber auch Geistliche in ihren Ornaten. Und so kommt es, dass drei geistliche Würdenträger tot aufgefunden werden. Der Tourismusverantwortliche der Polizeidirektion erlitt einen Nervenzusammenbruch. Verschärfend hinzu kam der Umstand, dass man die drei an verschiedenen Orten gefunden hat. In einem Trachtenmodengeschäft der eine, ein römischer Monsignore, der in der Umkleidekabine, er war eben dabei, ein Festtagsdirndl auszuprobieren, aufs fürchterlichste entstellt aufgefunden wurde. Der zweite, ein hoher Würdenträger der ukrainisch-orthodoxen Kirche, starb in einem begehbaren Safe in einer Bank hinter dem Rudolfskai. Er wurde im Zustand einer fortgeschrittenen körperlichen Desintegration aufgefunden. Die Körperteile waren im gesamten Safe verstreut und Safes sind in diesem Teil Salzburg so groß wie ein Dirigenten-Penthouse. Und die drei Schließfächer mit Ikonen, Juwelen und hohen Geldbeträgen in verschiedenen Währungen waren offen und unangetastet. Und der dritte Mord betraf einen Bischof aus Niederpolen, der, man kann es nicht anders sagen, hinter dem Schloss Mirabell zwischen den NS-Statuen des Paracelsus und des Kopernikus zerfetzt wurde. Der alte Mann saß im Rollstuhl, er wurde halb aufgefressen. Sein Assistent, ein junger Geistlicher, entkam, aber er hat die Sprache verloren. So bahnt sich die Übernahme der Festspielstadt durch die Wölfe an. Die Wölfe sind Wiedergänger, man kann sich vorstellen, von wem. Und wie die ganze Geschichte ausgeht, das können Sie im Buch nachlesen. Dankeschön. Danke, Erwin, für den Einblick in das Buch. Schön auch, dass die Wölfe einen Auftritt noch gefunden haben in der Lesung. Herr Groll, das ist der achte Groll-Roman, es hat ihn in diesen verschiedenen Büchern an die unterschiedlichsten Orte verschlagen, in die Wachau, nach Kärnten, nach Rom, im letzten Buch auch Richtung Osteuropa. Warum ist es diesmal Salzburg geworden? Weil mich das Schloss Blühnbach fasziniert hat und nach wie vor fasziniert. Das war ein Hauptgrund. Und das kannst du? Ich schreibe nur über Gegenden, die ich sehr gut kenne. Und da ich aus verwandtschaftlichen Gründen viele Sommer, teilweise auch Winter, Kurzurlaube in Werfen bei meiner Großmutter verbracht habe oder bei meinem Cousin in Salzburg-Stadt, habe ich viele Jugenderinnerungen aus dieser Zeit. Und das hat sich dann alles zu einem Bild verdichtet. Und diese drei Holzhäuser da in der Mitte der Straße zum Schloss Blühnbach hinein, die gibt es ja wirklich. Und die sind so aus der Zeit und aus der Welt gefallen, dass man sich dazu alles Mögliche vorstellen kann. Und ja, im Roman wird es ja auch verdeutlicht und das, wer hinter dem Schinderjackel steckt, ob der noch lebt oder wie das ist, das sage ich jetzt nicht, das muss man nachlesen. Ja.
Das heißt, die Arbeit oder die Recherche für diese Stränge ist immer so ein bisschen eine Mischung aus lokaler Kenntnis, die du sowieso hast, ein bisschen aus, kann man vielleicht sagen, lokalen Mythen oder lokalen Erzählungen über die Geschichte des Ortes, und dann gehst du, was machst du dann? Gehst du in Archive, liest du Zeitungen aus der Zeit? Wie funktioniert es das sozusagen, dass diese Eindrücke aus deiner Reise oder deiner Biografie sich dann weiter in den Recherchen fortsetzen und dann ihren Weg in das Buch finden oder in die jeweiligen Bücher finden? Natürlich, Literaturstudium spielt eine wichtige Rolle. Ich hatte das Glück, dass mein Verleger Arno Kleibel mir sehr viel interessante Literatur zur Verfügung stellte. Über Salzburg ist so ziemlich alles geschrieben. Also von der NS-Zeit bis zur Zeit der Fürsterzbischöfe, auch bis zur Gegenwart. Salzburg ist sehr gut erforscht und da kann man wirklich Dinge entdecken, die abenteuerlich sind und sehr spannend sind. Eines der spannendsten Dinge ist, einige Freunde und Freundinnen wissen ja, dass ich sehr mit Flüssen und der Schifffahrt verbunden bin, ist der Almkanal, der seit fast 1000 Jahren existiert. In den 70er Jahren zu versiegen drohte, weil er nicht gewartet wurde, aber mittlerweile voll in Schuss ist wieder. Und das ist tatsächlich so ähnlich, wie es im Roman auch einmal heißt, so eine Art Ho Chi Minh-Pfad. An diesem Almkanal haben sich Industrien, Manufakturen angesiedelt, Mühlen, alles Mögliche. Und dann wurde auch ein Tunnel geschlagen durch den Festungsberg. Und wann immer eine Seuche gedroht hat, wurde der Almkanal durch die Altstadt durchgelassen. Und der hat alles, allen Unrat weggeschwemmt. Und so kam es, dass Salzburg relativ wenig von Seuchen betroffen war. Und ich kenne keine Stadt, in der es ein ähnliches wasserbautechnisches Kunstwerk, Ingenieurkunstwerk gibt. Also das ist schon sehr bemerkenswert. Und das ist eine andere Erzählung als diese diversen architektonischen Juwele und Kleinodien, die es ja auch gibt, ja. Sondern das korrespondiert auch mit dieser ingenieurtechnischen Meisterleistung und einer frühen Form von ökologischem Bewusstsein. Mhm. Auch interessant damals gewesen. Ja, ja, und das andere sind dann einfach Bilder, die ich im Kopf habe, von früher, vermengt mit den ganzen Informationen, und dann langsam fügt sich dann aus den Bildern Teile einer Geschichte. Und so läuft das. Und du hast jetzt gesagt, ökologisches Bewusstsein. Es gibt ja auch diesen Handlungsstrang mit Glencore und auch mit diesen Ökoterroristen sozusagen. Wenn man das am Anfang liest, oder zumindest ging es mir so, dass man sich denkt, ja, zurück zur Natur und Ökologie und so ist alles gut. Das gibt es ja jetzt nicht, dass die tatsächlich böse sind, aber natürlich sind das tatsächlich Terroristen, die aus einer ökologischen Richtung kommen. Magst du über das noch ein bisschen was erzählen, weil das fand ich tatsächlich beim Lesen auch sehr interessant, und es fügt sich ein bisschen ja auch zu dem ökologischen Anliegen, was du jetzt genannt hast mit dem Alkanal. Das denkt halt nur vielleicht gesellschaftlich ein, zwei Stufen weiter und im aktivistischen Anliegen ein bisschen in die Eskalation. Vielleicht kannst du da noch kurz dazu erzählen. Die Gruppe Deep Green Revolution gibt es ja tatsächlich, ja. Genauso wie es die Gruppe Weatherman gegeben hat. Das war in der Nachfolge der schwarzen Bürgerrechtsbewegung, waren das überwiegend Weiße, die aber auch radikal für Gleichberechtigung eingetreten sind. Es gibt einen ganz tollen Film, den ich empfehlen kann, der heißt Die Akte Grant, gemacht, produziert und gespielt von Robert Redford, der beschreibt, wie zwei Leute, eine Frau, gespielt von der Julie Christie, und eben der Redford selber, die sich zurückgezogen haben aus diesem politischen Geschäft und eine bürgerliche Karriere führen, dann plötzlich nach 30 Jahren auffliegen
und gejagt werden vom CIA. Das hat es wirklich gegeben. Also das ist alles belegt. Ja. Und die werden also wirklich, we will hunt them down, hat der George Bush gesagt. Und das passiert dann auch. Sehr spannender, toller Film. Und das andere ist diese öko-anarchistische Tradition. Sie werden sich vielleicht noch erinnern können, die meisten von Ihnen, an den UNA-Bomber, Ted Kaczynski, ein Mathematiker und Physiker, hochintelligent, ein Genie sozusagen, der hat sich ganz früh aus einer Bestkarriere einer renommierten Universität in die Wälder zurückgezogen und hat nur mehr so gelebt, dass er keine ökologischen negativen Folgen hinterlässt, hat aber ein großes Manifest geschrieben und hat an 13 Leute, das waren Piloten interessanterweise und ich weiß jetzt nicht, die zweite Bevölkerungsgruppe, an die hat er Briefbomben verschickt. 3 Leute sind dabei umgekommen, die anderen schwer verletzt. Und dieser Ted Kaczynski lebt heute noch in einem Hochsicherheitsgefängnis, irgendwo im Norden der USA. Und der hat gesagt, wenn die Washington Post und die New York Times sein Manifest abdrucken, dann hört er auf mit der Bomberei. Und die haben ein Jahr lang hin und her überlegt, machen wir das, und haben das tatsächlich abgedruckt. Man kann sich das heute nicht vorstellen. Die haben ein 60 Seiten langes Manifest abgedruckt, dieses Ted Kaczynski. Und er wurde dann einige Monate später festgenommen, hat aber dann keine Bomben mehr ausgeschickt. Und jetzt kommen die Zusammenhänge. Der Anders Breivik, dieser norwegische Rechtsterrorist und Faschist, bezieht sich in seinen Schriften, die auch sehr umfangreich sind, immer wieder auf diesen Ted Kaczynski. Und man kann eigentlich fast sagen, das ist wieder islamischer Staat, aber in einem anderen Feld. Diesen Zusammenhänge gibt es heute noch. Und dem Promedia Verlag kommt es Verdienst zu, ein Buch herausgegeben zu haben, wo 10 Jahre alte Texte dieser Gruppe Deep Green Revolution versammelt sind. Und da wird dann tatsächlich bis hin zum Auslösen eines Bürgerkriegs argumentiert. Das muss man machen. Und das Interessante ist, und das jetzt geht da tief in die alte Geschichte zwischen Anarchismus und Marxismus zurück, die wenden sich nicht gegen den Kapitalismus, die wenden sich gegen die Industrie als solche. Das ist eine ganz andere Geschichte und wollen das gesamte industrielle System in die Luft sprengen. Und wenn die Hälfte der Bevölkerung, der Erdbevölkerung oder 3/4 dabei ums Leben kommen, ist ihnen das nur recht. Das ist deren Ziel. Aber der Diagnoseteil dieses Buchs, das ist ziemlich dick, sehr eng geschrieben, ist hervorragend. Also so schonungslos und so klar habe ich die ökologische Situation des Planeten selten irgendwo gelesen. Die Texte sind aber 10 Jahre alt. Das heißt, Leute, die eine tolle Diagnose haben und dann in der Konsequenz politisch in eine obskure, menschenfeindliche, terroristische Ecke abbiegen. Und die gibt's ja noch, die sind ja nicht alle verhaftet worden und die Gruppe existiert noch. Das sind ja die 3 Leute, die das Buch geschrieben hat, eine Frau und 2 Männer, die entlegen, jeder für sich allein in Oregon und in Montana und in diesen Gegenden leben und hin und wieder auch noch schreiben. Und das hat mich auch dazu gebracht, dieser Geschichte nachzugehen, ja, weil Wer kann schon sagen, dass die Ökobewegung, die dabei ist, eine Riesenniederlage zu erleben, nicht an ihren Seitensträngen auch solche Gruppen produzieren wird? Es wäre also fast seltsam, wenn das nicht stattfinden würde. Und dass diese Gruppe, die in meinem Buch noch als relativ harmlos
gilt. Ja. Es gibt dann noch viele Geschichten, die auf der Burg, auf der Festung Hohensalzburg spielen, dass diese Gruppe die Salzburger Festspiele nutzen, um Publicity zu bekommen, ist nicht so weit hergeholt. Und das glauben ja viele am Anfang. Es geht nur um diese Öko-Anarcho-Truppe. Dann kommt aber etwas anderes dazwischen, nämlich diese alte, ganz weit zurückliegende Geschichte mit den Zauberbuben. Dann reden wir vielleicht bei den Zauberbuben weiter. Die Zauberbuben, das ist ja eben auch eine Geschichte von Exklusion, eine Geschichte davon, wie Andersheit gemacht wird. Also die werden der Zauberei bezichtigt, sind aber eigentlich einfach nur Menschen, die ökonomisch keine Möglichkeiten haben. Also es ist irgendwie eine historische Geschichte auch über Exklusion, so werden sie dann verfolgt. Ich würde das jetzt als ein bisschen als Überleitung verwenden und erwähnen wollen, dass du an der Alten Schmiede ein Projekt machen wirst, wo es ja auch um Exklusion gehen soll, um Exklusion von einer ganz konkreten Menschengruppe. Soll ich dir das so hinlegen? Möchtest du was darüber erzählen oder soll ich anfangen? Ja, ich möchte mir vorher ein Wort zu diesen Zauberbuben noch sagen. Die sind dadurch relativ viel gewesen und entstanden, weil die katholischen Erzbischöfe, es war ja ganz Salzburg protestantisch, ja, vor allen Dingen im Innergebirg, die Bergleute waren protestantisch und die wurden mit allen Mitteln bekämpft, wurden auf venezianische Galeeren verfrachtet oder nach Ostpreußen. Interessanterweise. Das ist der Grund im Übrigen, warum eine der bekanntesten Hütten am Hochkönig die Ostpreußenhütte ist, weil die sind in den 20er Jahren wieder zurückgekommen und Leute vergessen die Berge offensichtlich nicht und haben daher das Ostpreußenhütte genannt. Und die Zauberbuben waren teilweise die Kinder der Vertriebenen. Da sind Familien auseinandergerissen worden. Und zur selben Zeit war das auch der Höhepunkt, auch in Bayern zu dieser Zeit, der Hexenverbrennungen. Und das hat im katholischen Salzburg hat das zusammengefunden, diese beiden Ströme. Zu dem, was du sagst, was da geplant ist als Autorenprojekt und schon weit gediehen ist, also es gibt ja diese drei Veranstaltungen bis in den Jänner hinein hier, da wollen wir versuchen zu ergründen, wie und warum und mit welchen Mitteln die Darstellung von Außenseitern, in dem Fall von behinderten Menschen in der Literatur, verwendet werden. Mit welchem Hintergrund, mit welchen Klischees, also ich sage jetzt einmal vom Mitleid bis zum bösen Hinkenden und so weiter, ja, vom Monsterwesen mit gutem Herz, wie bei Alexandre Dumas, der Klöckner von Notre Dame, wie beim zentralen Roman der bürgerlichen Aufklärung, also schon im 16. Jahrhundert bei Cervantes, Don Quixote. Der Don Quixote ist nichts anderes als ein Mann, der seine fünf Sinne nicht mehr beisammen hat, ja, um es sehr vornehm auszudrücken. Und wie es ihm aber gelingt, aufgrund seiner Verrücktheit, die Gesellschaft, die damalige, und die Menschen, die in ihren Dörfern leben, ich will nicht sagen bloßzustellen, einfach andere Dimensionen aus dieser Gesellschaft hervorzuholen und einen Entwurf damit zu liefern, wie gesellschaftliches Leben unter Einschluss, ich verwende bewusst das Wort Inklusion nicht, weil ich bin da kein großer Freund von diesem Wortgeklingel, wenn nicht einmal die Integration geklappt hat, wie soll die Inklusion klappen, aber wie eine Gesellschaft, die Außenseiter hereinholt, funktionieren könnte. Und dieses Hereinholen ist aber kein karitativer Akt, sondern das macht eine Gesellschaft, wenn sie klug ist, für ihr eigenes Wohl. Weil indem sie sich vor der Barbarei schützt,
in die behinderte Menschen immer wieder mal geworfen werden, der aufgeklärte Kreislauf, wir kennen ihn, betreuen, erschlagen, bereuen, der ist nach wie vor nicht aufgehoben, dieser Kreislauf. Und ich könnte da jetzt einiges erzählen über Pläne der Sozialdemokratie in der Pflegereform, wie mit behinderten Menschen in einer erschreckenden Art und Weise umgesprungen werden soll, wenn es nach der Sozialdemokratie geht. Nach den Plänen des Herrn Stadtrats Hacker, den ich durchaus schätze in anderen Fragestellungen, aber in dieser Fragestellung ist er wirklich unser Gegner. Ja. Pflegegeld soll eingestellt werden, der Zusammenhang mit den alten Menschen soll gekappt werden und so fort. Da kommt einiges auf uns zu. Und warum kommen diese Vorstöße aus der Arbeiterbewegung, aus der Alten? Das hat mich immer umgetrieben. Und da kann man in der Literatur einiges nachschauen, auch in der österreichischen Literatur. Ja. Es gibt einige wenige tolle Bücher, die das aufgreifen, diesen Umgang und diese zusätzliche Möglichkeit, weil eine Gesellschaft, die Außenseiter reinnimmt, wappnet sich selber gegen den Rückfall in die Barbarei. Sie tut etwas für sich. Das nenne ich immer den behinderungspolitischen Mehrwert. Den gibt es tatsächlich. Den kann man auch heben, wenn man das will. Dass diese Geschichte funktioniert und dann doch immer wieder unterbrochen wird, das ist eine schlimme Entwicklung. Die Anna Mitgutsch wird dabei sein, die als selber Betroffene mit ihrem autistischen Sohn viel darüber geschrieben hat, viel erzählen kann. Es werden dabei sein die Birgit Birnbacher, die Salzburger Schriftstellerin, die viel in diesem Bereich gearbeitet hat, also wirklich in Behindertenheimen. Und es werden bei dem ersten Termin, ich weiß nicht, ob sie da sind, die Julia Gebke und die Julia Heinemann, sind die da? Ja. Ja, hallo. Ja, da werden wir anhand von Beispielen aus der Literatur versuchen, wie geht denn die Literatur mit diesen Sachen um? Ja? Weil es ist natürlich leicht, Kinder, behinderte Menschen, die nimmt man oft, um die Fallhöhe eines dramaturgischen Plots zu erhöhen. Ja? Im Positiven wie im Negativen. Beides bleibt aber im Klischee. Und das Entscheidende und das wirklich Interessante ist ja der Alltag, die realistische Darstellung des Lebens dieser Leute. Das findet sehr wenig und sehr selten statt, was aber auch wieder kein Wunder ist, weil die Literatur kann nicht weiter sein, als die Gesellschaft insgesamt ist. Ja. Meistens hinkt sie ziemlich nach. Ich würde gerne ein Beispiel auch noch nennen, zu dem ich dir noch eine Frage stellen würde, möchte aber vorher noch kurz sagen, es ist auch ein Hammer erschienen, der Hammer ist die Zeitschrift der alten Schmiede, der leider heute nicht aus der Druckerei gekommen ist, sondern erst morgen aus der Druckerei kommt, sonst hätten wir ihn Ihnen bereits mitgeben können. Er wird aber am Mittwoch dem Augustin beilegen, also kaufen Sie bitte den Augustin, das soll man sowieso immer grundsätzlich machen. Und er ist auch als PDF auf unserer Homepage. Und für diesen Hammer hat Erwin Ries mit Christian Mürner ein Gespräch geführt, in dem es auch Christian Mürner ist ein Behindertenpädagoge in Deutschland, der auch in Ateliergemeinschaften mit beeinträchtigten Menschen gearbeitet hat. Und es ist ein Text von Johanna Oettl, das bin ich drinnen, der sich mit der Darstellung von behinderten Menschen im Theater beschäftigt. Also wenn Sie sich ein bisschen einlesen wollen, freuen wir uns, wenn Sie den Augustin übermorgen kaufen oder auf unserer Homepage herunterladen. Ich würde gerne an dich, Erwin, vielleicht zum Abschluss eine Frage noch anschließen, weil ich glaube, dass Sie ein paar Felder oder Aspekte noch öffnen könnte, die dich oder uns in dem Autorenprojekt beschäftigen werden. Es gibt eine relativ neue Krimiserie, Die Toten von Salzburg, in der es auch, so ähnlich wie beim Herrn Kroll, einen Ermittler gibt, der im Rollstuhl sitzt. Der wird von Florian Techtmeister gespielt, ein sehr bekannter österreichischer Schauspieler, mittlerweile ein Burgtheater-Ensemble-Mitglied. Wie ist das jetzt? Ist das auf der einen Seite eine gute Geschichte, weil es zeigt, dass Menschen, die Beeinträchtigungen haben, ganz normale, unter Anführungszeichen, Berufe... Darf ich kurz unterbrechen, ja, liebe bitte. Johanna? Wir haben jetzt interessante und wichtige und auch tiefschürfende Gedanken versucht, gemeinsam zu denken. Mit diesem Dreck will ich mich hier und jetzt nicht beschäftigen. Da ist alles falsch.
Mehr sage ich dazu nicht. Die Darstellung des Behinderten, der Plot, es ist komplett falsch. Das ist so, wie der ORF behinderte Leute gern hätte. Ja? Da ist alles falsch. Mehr sage ich nicht und mehr will ich auch nicht sagen. Das ist ein wunderbares Schlusswort, weil ich glaube, das macht spannend auf das oder macht neugierig auf das Projekt. Gibt es von Ihnen noch eine Anmerkung, eine Frage zu Erwin Ries' letztem Roman oder zu dem, was jetzt noch zur Sprache gekommen ist? Ja, der Text, also das Manifest, das vorgelesen wurde aus dem Buch, ist jetzt von Kaczynski ein Ausschnitt oder von dieser Gruppe? Das Salzburg-Manifesto ist eine Zuspitzung von mir aus den Texten dieser Gruppe. Und jetzt noch eine Frage, die anderen 8 Bücher oder 7 Bücher, die Örtlichkeiten, die auch dort besprochen werden, oder darüber besprochen wird, also Rom oder Ungarn, setzt ja auch eine Kenntnis voraus, wie die Kenntnis auch hier in diesem Buch, örtliche Kenntnis, historische Kenntnis. Ja, also man muss sich mit den Dingen ausführlich beschäftigen. Ich recherchiere möglichst genau und möglichst viel. Irgendwann muss man dann auch aufhören, weil sonst ist das Projekt wegrecherchiert, auch im Kopf. Ja. Es muss ja noch eine Leidenschaft und Bilder überbleiben. Aber wenn man das längere Zeit macht, findet man dann auch diesen Punkt und man sagt so, ich lese jetzt kein Buch mehr. Ja. Da, jetzt beginnt die Geschichte. Ja. Aber das ist vielleicht interessant noch zu erwähnen, dass im Gegensatz zu diesen vielen Regionalkrimis, ja, wobei meine Grollromane nicht unbedingt als Kriminalromane bezeichnen würde, oder wenn dann eher im Stile von teilweise Graham Greene oder Eric Ambler und solchen, also sehr politisch zeitgeschichtlichen, auch Kriminalromanen, diese Donna Leons und wie sie alle heißen, ja, die Magdalene Knapp hat ja in Florenz damit begonnen, Romane zu schreiben, die immer an einem Ort spielen. Ja. Das wird ja irgendwann einmal vollkommen unrealistisch. Ja. Da hat man ja den Eindruck, dass in jeder Gasse alle 3 Tage ein Mord passiert. Ja. Also wo ich lebe, in Floridsdorf, hat es in den letzten 35 Jahren nicht mehr als 12 oder 15 Morde gegeben. Und das ist sehr wenig. Das waren meistens Morde in der Szene, ganz selten, dass da wirklich andere auch zum Handkuss gekommen sind. Daher, das Wichtige für mich, der Herr Groll ist mobil, der sitzt im Rollstuhl und der ereignet sich die Welt an. Und wo er hingeht, das recherchiert er. Ob das jetzt Ungarn, Zypern, New York, was auch immer ist, Palermo, das ist recherchiert. Es soll sogar Leute geben, also 3 kenne ich auch, 3 Ehepaare, die fahren nach jedem Grollroman dorthin, wo der Grollroman gespielt hat, auf Urlaub und berichten dann ganz stolz, da haben wir etwas gefunden, dieses Lokal gibt es nicht mehr. Ja? Ja, nach 7 Jahren oder 8 Jahren kann, aber sonst alles okay, passt. Ich verstehe sie. Diese Bekannten, die Bücher lesen, dorthin fahren, sehen die Welt mit Grollschen auf. Ja, genau. Weiß ich nicht. Sie schauen halt nach und man entdeckt ja interessante Dinge. Das ist ja nicht so. Meine Kräfte sind am Ende. Ich danke Ihnen, darf ich das sagen? Unbedingt. Ja. Danke Ihnen. Eines möchte ich auch noch sagen. Ich danke sehr der Johanna Oettl, dass es möglich war, im Anschluss an diese Lesung dieses dreiteilige Autorenprojekt zu entwickeln. Ich glaube, da ist die Schmiede im deutschen Sprachraum weiter als, ich kenne nichts Vergleichbares in Deutschland. Oder kennt ihr etwas in diese Richtung? Auch nicht. Ja. Na also, lasst uns Neuland betreten. Am 18. November. Bücher signiere ich hier, bitte. Ja.